Und hallo? Ja, ich habe hier vorhin gerade auf Weiter gedrückt, da hat der hier angefangen zu quatschen und zwar sagte er genau das hier. Wir haben uns den Shuttle-Abschuss angesehen und sind der Meinung, dass weder ein Laser noch ein mechanischer Schaden verantwortlich ist. Es ist so, als hätte etwas den Antrieb zerlegt. Ja, auf jeden Fall, hallo, willkommen zur nächsten Folge. Ich drücke auf OK und wir nehmen die nächste Mission. Das ist die Druidenbergung auf Tatooine. Und zwar folgendes: Ein Feuchtfarmer auf Tatooine hat vor kurzem eine Gruppe von Schmugglern belauscht, die sich in einer Bar über einen Sith-Kult unterhielten. Seine R5-Einheit hat die Unterhaltung aufgezeichnet. Leider bekam er es mit der Angst zu tun und verkaufte den Druiden an ein paar Jawas, bevor er Tatooine verließ. Wir müssen diese Druiden finden, bevor die Jawas seinen Speicher löschen. Du musst die Jawas finden, ihnen den Druiden abkaufen und zur Akademie zurückkehren. Warum nicht einfach Machttrick benutzen? Das dürfte mehr ein Routineeinsatz werden, aber so kannst du wenigstens das Verhandeln lernen. Begeben wir uns nach Tatooine. Jo. Das war die Machtheilung. Ich glaube, Machtschutz wäre auch ganz gut, oder? Der Jedi kann den Schaden durch Energieprojektil und Explosivwaffen sowie physikalische Schäden senken. Ja. Oder nehme ich diesmal mal die Blitze. Und ich nehme mal diesmal Machtzug. Der Sith kann eine Parallele entziehen, diese 7. Ja. Okay. Jetzt zu den Waffen. Diesmal nehmen wir wieder mal das Ding damit und das hier. Und ja, die Granate hat sich ganz gut bewährt, so einigermaßen. Starten. Ja, was? Nie sind sie da, wenn man sie braucht. Spuren. Vielleicht waren sie hier und sind schon wieder weg. Schau mal, ob du ihre Sandraupe finden kannst. Vielleicht steht sie im Canyon. Ich rede mit den Feuchtfarmern, was sie über den Kult wissen. In Ordnung. Keine Angst. Ja, was sind recht friedlich. Recht. Wenn die nicht solche Ionendisruptoren hätten. Hä? Nee. Okay. Oh. Ah. Tuskenräuber. Toll. Und war da oben nicht noch irgendwo einer? Aha. Toll. Jawohl. Immer praktisch einen Lichtschwert zu haben. Eine Schusswaffe meine ich. Alter, seid ihr laut. Moment mal, ich hab doch, ne? Oh lol. Alles klar, so funktioniert das Ding also. Das ist mit physischem Kontakt gemacht. Okay. Ich nehme mal. Schuh. Ein bisschen rumschubsen geht auch. Jetzt. Alle. Hopp. Aha. Moment, ich mache den ersten Angriff. Na gut.
müsst ihr so laut schreien. Wenn ich die Schütze abwehren? Was macht er da? Na gut, treffen kann er schon gar nicht. Scheint er nicht zu können. Ach, jetzt auf einmal. Ha! Geil. Ja, schmeiß doch das Ding einfach einen halben Meter daneben. Drüber meine ich. So, ist da etwas? Heilung, Munition oder so, Waffen, Knarren. Oh! Ui, habt ihr das gesehen? Na, mia monina da. Okay. Dahin? Scheinbar Geschwindigkeit. Karte wäre ganz gut. Ach, M. Okay. Sandraube im Rüstungsbündel holt mir früher die Sandraube zurück. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Da kann ich nicht lang. Gibt's hier was Rüstung oder so? Das? Nix. Halli, hopp. Nein, hat er wirklich. Geschwind wieder Wind. Weiß nicht, ob ich so wirklich schneller bin. Aber ja. Im Zug ist ja mal ganz schön krass. Kann ich ja hier einen von hinten einfach umlegen. Au! Sag mal! Jetzt brauche ich definitiv physischen Kontakt. Ach! Stimmt ja! Ich habe schon so Muni aufgenommen. Parallel. Okay, so funktionieren die Granaten. Was gibt's hier noch? Das? Nix. Hier irgendwas? Nein. Nein. Na, wie? Ja. Sag mal. Kämpfer scheinen nicht zu gehen. Gut zu wissen. Mal einmal möchte ich es nochmal probieren. Ah.
Das ist ganz schön riskant. Ich bleib doch lieber hier bei dieser Heilung. So. Perfekt daneben. Nahkampf klappt aber immer besser. Ja. Ein Klacks. Was ist das denn? Blaster Pack munitioniert. Ah. Ich glaube, das hier hat Bumm gemacht in Mos Eisley, oder? Jawohl. Da scheint es scheinbar weiter zu gehen, also gehe ich in die andere Richtung. Ah ja, Leben. Hallo? Wir haben ein Versteck gefunden. Oh! Du bist keine R5-Einheit. Schüttelenergie. Ah! Da kann ich nicht lang. Also es gibt auch Verstecke. Na gut. Leben, das ist Bum Bum. So, was haben wir hier? Yeah, Double Kill. Okay. Noch jemand da hinten. Oh. Da. Toll. Das ist ja sehr praktisch, wenn der Gegner sich einfach ducken kann. Thermaldetonator-Gürtel. Oh. Und Schild. Da geht's nicht lang, okay. Ja, und Schild. Ah, ich bin jetzt hier oben. Oh. Kann ich dann da drüber springen oder was? Ja, schreien. Wo ist ja. Dieser dämliche Droide? Ja. Ein bisschen mehr Machtfähigkeiten einsetzen, stimmt ja. Oh großer heiliger Gong-Druide, mögest du uns mit deinen. Oh! Huch, das sollte ich vielleicht wechseln. Moment. Ah, wie cool ist das denn? Man kann halt wirklich Munition aufladen. Das ist ja cool. Auch Granaten? Nein. Ah, da geht's so oder so nicht weiter, okay. Piu-piu-piu. Ach, das ist der Blaster. Ich wollte den hier nehmen. Ist da rein? Nein. Lichtschwert. Ah, wenn ich doch mal auf 1 drücke, dann deaktiviert er das Ding. Okay. Ja, super. Da geht's nicht weiter. Okay. Nein, da gibt's nichts. Ja, rede ich zu wenig? Soll ich was erzählen? Es war einmal. Nee. Das ist nicht der Droide, den wir suchen.
Das ist nicht der Druide, den ihr sucht, genau. Habe ich hier Machttrick? Versuchen, Mensch. Nein, habe ich nicht. Okay. Aha. Deswegen treffen die Sturmtruppen scheinbar auch nicht. Ach, da geht's weiter. Okay. Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Nein. Oder doch? Nein. Kontrollpunkt. Na, also perfekt. Schildenergie klein. Ah! Und Tamal Detonator-Büffel. Ich bin euch über. Oh, er funktioniert! Ja! Es hat funktioniert. Abgetrennte Körperteile. Das, was nämlich, wovon ich die ganze Zeit gesprochen habe. Yeah! Leben schadet nie. Oh, Javas? Ach, die Javas. Sind das überhaupt die richtigen Javas? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Hallo. Ganz schön schumpfig. Oh. Was sagst du? Ist die Sandtraube? Was ist ein Klotz? Eliminieren Sie die Tuskenplünderer. Moment. Finden Sie. Ich vermisse. Aha! Die war doch hinter der Wand. Okay. Und die Hand ist ab. Na, wer ballert dann noch auf mich? Da oben? Nein. Sind die überhaupt hier reingefahren? Das wird viel zum Level-Design. Kann ich nicht aufs Dach? Nein. Doch, kann ich. Ah ja. Hui, ich rutsche. Das schalte ich mal aus. Hui. So, hier noch was? Nein. Lieber auf den da ballert. Bam 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 bam. Jawohl. Wah 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 wah. Copyrighted. Ah ja, stimmt, die haben die Sandtraube, glaube ich, eingenommen. Eingestanden. Ah. Das Versteck, okay. Alter, das war knapp. Boing. Ja, kommt, schreit doch noch lauter. Ich wollte auch hochkommen. Ja, soll ich hochkommen? Könnte ich machen. Ah ja, mehr Machtangriffe nutzen. Oder... Nein. Moment, echt jetzt? Ah.
hat er gefragt, wie soll ich dort hochkommen? Nee, Moment. Griff. Ah. Und jetzt Schuh. Hat der super funktioniert? Yeah. Come over here. Parkour unter Druck. Na, Mann. Na, ist gut. Bleiben müssen, oder? Na gut. Au! Au! Jetzt! Griff! Schade. Halt! Da? Nee, hä? Sag mal. Na, das geht doch. Moment. Wohin muss ich denn? Doch darunter? Doch darunter. Also ich war schon richtig. Ich wollte Profi. Ja, ich hab doch versteckt. Ja. Wie komme ich da runter? Moment, das ist ein Moment. Das ist ein Fall für das Gespür. Nochmal. Hä? Gute Frage. Nicht da drüber. Okay. Yay! Professionell. Ich kann doch darunter. Na gut. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge lieber weiter, oder? Ja. Moment, den hier kill ich aber noch, der nervt. Ach komm. Jawohl. Gut. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.